2018. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Saw. Das letzte Mal haben wir die erste Glühbirne gefunden fürs Theater und sind jetzt in der Cafeteria, glaube ich. Ja, wir sind drin, um die zweite Glühbirne zu finden. Um dann die Tür der Cafeteria zu öffnen, um Jeff zu retten. Nicht ein Jeff, sondern den Jeff. Jeff alias Jeff the Jeff. Nichts verwechseln mit Jeff the Killer. Oder Jeff the Trinker. Kleiner Insider. Hihi. So. Benutzt mal das Ventil mal. Ich habe zwar keine Ahnung wofür, aber hey. Ungedachten Rätsel gelöst. Sachen gibt's. Ist aber auch nur fair, nachdem ich hier das letzte Mal gute 5 bis 6 Minuten einfach nur rumgehört bin. Ja, und eigentlich habe ich mich angestellt wie der letzte Hempel. So wie ich es jetzt auch wieder mache. Das kommt davon, wenn man das Rätsel verkehrt herum löst. So, passt. Da kommt was. Ist immer gut, andere Leute zu hören hier, weil die auch so hyper, super, duper freundlich sind. Und wir sehen auch fast gar nichts, das ist auch sehr gut. So, also, wie dem auch sei. Gucken wir mal, jetzt suchen wir mal nach diesem hyper, duper, super freundlichen Typen. Oh, ha, ha. Hier bin ich auch, glaube ich, mehrmals gestorben. Habe ich es, glaube ich, ich habe es am Anfang angekündigt, dass dieses Spiel mich so abgefuckt hat, nur wegen diesen ganzen Instant-Kill-Fallen. Also das Spiel an sich fand ich damals schon echt super. Aber die ging mir tierisch auf den Sender einfach. Und ich hab's Let's Play auch... ich hab's auch deswegen pausieren müssen. Ich glaube zweimal jetzt schon. Ne, einmal. Das erste Mal ist mir Safe Game abgeschmiert. Das zweite Mal wegen den Instant Kill Fallen, weil es mir echt auf den Sender ging. Aber ich glaube, der Folge habe ich sogar diesen Titel gegeben. Instant-Kill-Fallen sind super. Nicht. Hallo, ich würde sie gerne entschärfen, wenn ich dürfte. Nee, da gucke ich noch nicht nach. Stattdessen gucke ich nochmal da rein. Ich würde gerne Exit. Danke. Hallo, Mr. und Mrs. Exit. So. Habe ich die ganze Cafeteria erkundet? Ich glaube, von hier komme ich. Ja. Genau. Genau. Und da war auch keine weitere Tür. Ich mache jetzt noch einmal eine kurze Runde und dann gehen wir weiter. Da war das Rad, an dem wir abgedreht sind. Ja, oder so ähnlich. Macht jetzt wenig Sinn, ich weiß, aber egal. So. Da ist die Doppeltür und hier. Okay. Wir gehen weiter. Knacken muss ich jetzt eigentlich nichts, weil ich brauche eigentlich nichts. Ich bin soweit echt gut ausgerüstet. Ja. Ich glaube, die Rätsel sind eh so ziemlich random. Deswegen, es bringt euch ja auch nichts. Okay, eine Instant-Kill-Falle gesehen, die kann ich aktivieren. Aber ich deaktiviere lieber die hier. Hallo, da stand's doch gerade da. Würdest du bitte... Danke. Oh. Ich weiß, man kann sie auch spannen für Gegner, aber nee, ich habe da einfach zu viel Schiss, dass ich dann selber reinrenne. Das hat nichts mit Schiss zu tun. Formulieren wir es anders. Ich weiß, dass ich da selber reinrenne. Ich kenne mich halt. War das so klug? Nö. Das war sogar ziemlich dumm. Ich will meinen Schläger behalten. Der Schläger ist voll super.
ist ein richtiger Schwinger. So. Home Run Joy. Aua. Joy? Home Run John, meinte ich. Holt zum Schlag aus und aua, wird geschlagen. Ey, aus. Pfui. Schlagen funktioniert nur in eine Richtung. Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet. Du dachtest, ich weiche aus, aber bin eigentlich stehen geblieben. Boah, voll clever. Aua. Jetzt schlag doch zu. Na komm schon. Hallo? Lässt du dir das gefallen? Von so einem blöden Kapuzenheini? What the fuck? Dieser Kapuzenheini hat gerade einen Molotow-Cocktail geworfen. Oder Molotow? Molotow. Aua. Nicht Molotow. Aua. Verdammt, der macht mich alle. Ah. Ich glaub's ja nicht. Wieso schlägst du nicht zu? Mann! Wieso macht es dem nichts? Alter Schwede. Fuck. Fuck die fuck fuck. Ich brauche eine Spritze. So. Also, ich stelle mich jetzt... Der ist nicht besonders schwer. Ich stelle mich einfach nur an. Das ist alles. Okay, doch. Er ist verdammt... Er ist einfach nur verdammt schnell. Jetzt schlag schon zu. Danke, danke. So, nimm das. Boah. Ging der mir jetzt auf den Sender? Alter Schwede. So. Oh, cool, danke. Okay, jetzt beruhige ich mich kurz mal wieder. Ging mir jetzt gerade so richtig auf den Sender. Oh. Achtung. Ist schon verstanden. Und deswegen werfe ich auch erstmal daneben. Flatsch. Nom, nom, nom. Und stirb, du Sau! Oh, das war Skill. So gut daneben zu werfen. Oh, das war Skill. So gut daneben zu werfen. Und stirb, du Sau! Verdammt! Bam. So, geht doch. So, bleiben nur noch zwei. Ich muss hier nur das Fass zum Überlaufen bringen. Es kann ja nicht so schwer sein. Du-di-du. Du-di-du. Wenn ich vielleicht selber reinspringe, dann wäre es voll genug. Andererseits, was bringt mir da noch der Schlüssel? So, oh. Hey, du. Schweinchen, Babe. Einfach nur, weil ich es kann. Danke. So. Dann habe ich in dem Fall hier einen guten alten. Nicht in Scherben treten. Nicht in Scherben treten. In dem Fall habe ich jetzt einen guten alten Schlüssel. Und dann kriege ich hier den... Nein. Nein. Erinnert ihr euch noch das letzte Mal, als ich da rumgemeckert habe wegen diesem kackblöden Raum? Das ist jetzt dieser kackblöde Raum. Oh. Okay,
Hassrätsel, ja, gerne in der nächsten Folge. Grüße, euer Hedgehog. Verdammt, ich sehe gerade, dass ich erst bei 10 Minuten bin. Na gut, weiter geht's. Okay, ich krieg das hin. I got this shit. Ja, das wird schon. Okay, ich muss den Wagen nach vorne kriegen. Sprich, du musst dahin. So, und du musst dahin. Es wird ja auch nur ein bisschen kalt. Du musst dahin. Und der muss da weg. Und der muss da weg. Der da weg. Hilfe. Überforderung pur. Okay, so. So funktioniert das. Okay, das dahin. Dann kann das da komplett durch. Und nochmal. Ja. Sparta. Ich wähle dich. Sparta setzt Frostattacke ein. So. Und nochmal. So. Wird doch langsam. Das dahin. Oh, jetzt stell dich nicht so an. Nein, halt. Das war falsch. Sondern so. Und dann die beiden noch runter. Einmal. Und zweimal. So, und jetzt. Gehst du wohl da runter? Und du kommst hierher. Und ich kann da durch. Ich kann da jetzt durch, oder? Yes! Oh. Alter Schwede. Name geschwärzt. Patient ID 825361-3127. Verletzungsbericht. Einzelbruch des Arms. Linke Elle. Boge. Verschriebene Behandlung. Knochen gerichtet. Gips für 5 Wochen verschrieben. Notizen. Geschwärzt. Behauptet, die Verletzung sei das Resultat eines versehentlichen Sturzes. Subdermale Hämatome neben der Fraktur haben... Hassen vermuten. Ach, lassen. Entschuldigung. Meine Brille halt immer. Dass diese durch einen Aufprall entstanden ist, aber geschwärzt hatte über dies Blutergüsse an den Knöcheln beider Hände. Auf Nachfrage bezüglich der metakarpalen Verletzung wurde geschwärzt gewalttätig, leugnete diese und stellte mein Verhalten als Arzt in Frage. Andere Ärzte sind doch die schlimmsten Patienten. Oh yeah. Ist aber, glaube ich, generell bei allen Berufen so, dass die diese Berufe auch aussehen, die schlimmsten Kunden sind. Okay. So. In dem Fall zurück zum Theater. Oh, ich hasse die. Ich hab das so gehasst in diesem blöden Frostraum. Ich meine, man hat jetzt gesehen, es ist relativ einfach, wenn man sich wirklich überlegt, okay, das ist nachher mein Ziel. Was ist mit dem verbunden? Was ist mit dem verbunden? Und sich quasi so durcharbeitet. Dann ist es wirklich sehr einfach. Aber, ach du Scheiße. Diese Ruhe muss man halt erstmal haben. Und die hatte ich einfach definitiv damals nicht. Und so. Ich box den jetzt einfach so zu breit. Alter Schwede. Also ich gebe ihm jetzt keine Waffen mehr.
Mit den Fäusten haut der hier alles weg. Das ist sowas von... Aber genial. Das ist voll gut. Fäuste sind einfach nur geil. Ganz ehrlich. Ich meine, hallo? Habt ihr das gesehen? Der hat den gerade weggeboxt wie... Ja. Wie Schmidt seine Katze. Nicht, dass Schmidt seine Katze schlagen würde, aber ja. Schmidts Katze macht doch schon einen sehr vergewaltigten Eindruck manchmal. So, okay. Genug Schwachsinn. Wir haben die Birnen und können jetzt endlich... Oh, nicht in jede Scherbe treten. Vielleicht mal nur in jede zweite. Das wäre voll praktisch und so. Das wäre voll praktisch. Mann, Heiland. Zack. So. So. Oh. Es ist aber gut hier. Genug E-Motor gespielt. Ich darf das sagen. Weilbaum. So. Verdammt. Und hier komme ich schon. Das war der rechte Weg. Das war der linke Weg. Und wo ging es hier jetzt hoch? Aua. Du, sie, Mister, hier, Sir und so. Ich würde gerne... Aua. Nach oben. Wäre voll toll und so. Ich sollte mich wieder aufhören. Jetzt gehe ich mir schon selber auf die Nerven. Aua. Verdammt nochmal. So. Jetzt gucke ich hier nochmal. Vielleicht. Oh, war das sogar richtig? Mach Licht. Hier war das mit dem Licht. Okay. Ich hab verstanden. Es war gerade eine dezente Verpeilung. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodok. Der Krokodok. So. Birne Nummer 1. Birne Nummer 2. Und Birne Nummer 3. Ich weiß nicht mehr, ob es damals einen Tipp gab. Ich meine, irgendwo gab es einen. Blau, grün, rot. Nö. Dann probiere ich einfach mal Klassiker. R, G und B. R, G, B? Nein. Dann grün, blau und rot. Ja. Ach, 3-1. Das war jetzt einfach. Würde mich mal interessieren, wenn man jetzt die ganze Zeit an der Tür rumprobiert hätte. Ob das denn länger gedauert hätte, als diese Zahlen rauskriegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... 8, 3, 1. Das nächste Mal... retten wir Jeff. Ja.
Das war's von meiner Seite aus. Grüße, euer Hedgehog. Und diesmal wirklich. Und vergiss nicht, den Like-Button zu mashen. Tschüssikowski.